Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Escapist. Beim letzten Mal haben wir den Tunnel weiter fortgeführt. Ich habe ein bisschen versucht, die Tische parallel sauber zu halten. Aber sprich, damit ich neue Sachen kriege. Und ja, heute geht das ungefähr so weiter. Ich sag mal so, ich kann es haben, dass ich so zwei, drei Parts noch brauche. Voraussichtlich, denke ich mal, mit diesem Prinzip. Falls ihr das nicht sehen möchtet, guckt einfach zwei, drei Parts später wieder rein. Dann sollte ich nämlich fertig sein mit der ganzen Tunnelkonstruktion. Wem das aber doch interessiert und auch sehen möchte, was gerade passiert parallel, macht das auch die anderen Folgen einfach an. Okay, danke. So, egal, wie dem auch sei, fortfahren. So, und ich bin noch nicht mal ganz fit. Na super. Egal. Kommen wir mal ganz schnell in den unbenutzten Schreibtisch. Na super. Okay, jetzt schnell zum Morgenappell. Ich glaube, ich nehme mir das Hühnchen nochmal wieder mit, falls ich Energie brauche. So, wie schaut's aus? Nein, freue ich nicht. Pfeile, ja, vielleicht, aber nein, nicht jetzt. Ich will im Moment die 1000 erreichen an Ingame-Währung. Und deswegen mache ich das auch momentan nicht. So, mal gucken, was jetzt ansteht. Halte die Klappe, schreit er nur, und dann ist Ende. Auch schön. Okay, Löffel. Ah, und wieder das Spielchen. Das muss ich wirklich machen, Leute, weil so kann ich auf jeden Fall zu 100% garantieren, dass ich auch beim nächsten Mal wieder Löffel habe. Im Fall der Fälle. Habt ihr ja gesehen, dass dann immer nur Löffel da sind, wenn der Tisch einmal, wenn der einmal leergeräumt ist. So. Okay. Ja gut, Frühstück ist in ein paar Sekunden auch durch. Achso, jetzt wollte ich gerade nachgucken, was... Hat er gerade den falschen Namen gerufen? Na gut, ich will mich darüber nicht beschweren. Aber ich will auf jeden Fall mal eben schnell meine Aufgabe als erledigt ansehen. Und ich grabe weiter. Boah, in der Hoffnung, dass es halt schnell geht. Das ist jetzt etwas ätzend. Nein! Nein, 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 das darf nicht sein. Ich kann das Poster nicht aufheben, ich kann aber auch nicht weglegen und... Ah, das ist doch ätzend. Achso, warte. Mein Hirn. Mein Gehirn macht hier gerade dicht kurz. Sorry, Leute. Okay, das ist jetzt aber echt ätzend. Deswegen... Moment. Erstmal die Seite runterspülen. Den Löffel muss ich mir hier allerdings hinterlegen, damit ich den gleich da habe. Und den anderen muss ich mir noch holen, weil den lasse ich da auf jeden Fall nicht liegen.
Ich weiß, dass mir jemand gesagt hat, man kann es mit einer Gabel wegkriegen. Ich guck mal ganz kurz. Aber wenn er da wirklich dran anfängt zu schaben, dann okay. Ach, heißes Hofgang. Ich guck schnell nach, ob das geht. Wenn nicht, dann war das eine Fehlinformation. Oh, Tatsache! Okay, das geht tatsächlich mit einer Gabel weg. Ich kann nicht lange machen, ich muss ja auch wieder raus hier. Gut, aber dann haben wir schon mal die Lösung für dieses Problem gefunden. Und dann kann ich da ja gleich weitermachen, nachdem Hofgang durch ist. Ja, ich bin doch schon hier da. Also, hier. So. Okay, dann schnell die nächsten zwei Gabeln mitnehmen. Ja, sollte ich auch echt nicht mitnehmen. Freizeit heißt, dass ich das schnell machen muss, vor allen Dingen. Okay, ich hätte nur eine Gabel gebraucht. Okay. Puh, was ich jetzt auf jeden Fall brauche, ist das hier. Und dann kann ich hier die Pfeile hinlegen. Und das Holz kann ich hier vorne hinlegen, weil ich das ja hier auch brauche. Ha, okay, dann haben wir das schon mal erschreckenderweise irgendwie noch geschafft zu schaffen. Gabeln, die ich sonder brauche, ich jetzt nicht mehr beibehalten. Kann hier eben schnell gucken, was der mit hat. Nichts Besonderes. Will ganz kurz wissen, was Mick in seinen Tisch hat. In der Hoffnung, dass er nicht gleich reinkommt. Nichts Besonderes. Und dann löffel ich mich mal weiter durch. Hört sich auch wieder komisch an, ne? Dann löffel ich mich weiter durch. Na egal. Ist ja ungefähr die richtige Aussage dazu. Ich bin zu müde. Oh nee, jetzt kommt auch noch das. Hätte ich wissen müssen, dass das auch noch dazu kommt. Wahrscheinlich habe ich hier nichts liegen, ne? Nee. Safe ist nicht zu sehen. Und hat aber auch leider nichts Besonderes in dem Schreibtisch. Okay, Abendessen, Arbeit und dann kann ich eigentlich... Huch. Ja, dann nehme ich noch einen Löffel mit, einfach aus Prinzip. Okay, nein. 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 Ich will wieder Aufgaben, wo ich euch was bringen muss. Die sind einfacher und angenehmer. Gut, einfach ist relativ gesehen, aber alle wissen, was ich meine. Ist so weit weg? Nein, ist noch. Ah, Metallblech könnte ich jetzt echt gebrauchen, aber nein. Es ist gerade noch zu teuer. Liegt aber auch daran, dass ich das bei Darren holen will, der sowieso noch etwas wütend ist, weil ich ihn ja von seinem Job vertrieben habe. Was ich ja musste. Das einzig Gute, ich kann meinen Job diesmal etwas schneller machen, weil ich ja die Sachen einfach ablegen kann hier.
Ja, ich weiß, dass das Geräusch nervt. Das Problem ist halt, dass es sich Aufgang hat. Och nö. Ja gut, Leute, es tut mir leid. Das Geräusch hat sich Aufgang. Sorry, das ist mir tatsächlich noch nie passiert bei dem Spiel. Okay, Leute, ich glaube, ich mache mal ganz kurz gleich nach dem Speichern einmal kurz aus dem Gefängnis raus und dann wieder rein. Prinzip, weil das ist ja echt ätzend, Leute. Vor allem ist mir gerade ein Löffel nach dem anderen zerbrochen, eben unten. Mann, ist das ätzend, das Geräusch. Sorry Leute, aber das ist ja mal. Ich glaube, es gibt nichts Ätzenderes, als wenn sich ein Soundfile im Spiel aufhängt. Wobei, fällt mir noch was ein? Nee. Das ist wirklich das Ätzendste. Das heißt, ich werde jetzt eben noch schnell duschen. Und dann geht's ab ins zum Abendappell und dann ist Haja, da, wie wir schon. Nein. Ich brauche was. Taschenlampe. Kannst du mir das? Ja, bitte doch. Wieder Maul. Nein. Ich will jetzt nur noch so schnell wie möglich in die Haja kurz speichern und beenden quasi und dann den nächsten Step planen. Ist das? Sorry, aber. Das hatte ich echt noch nie, das wisst ihr selber. Das ist jetzt mittlerweile das fast 60. Part schon bald. Und bis dato hatte ich so ein Pech noch nie, also dass sowas passiert. Okay, das ist echt ätzend. Oder hat jemand gemerkt, dass ich die Löffel aus der Kantine stehle? So. Ah, okay. Brauche also nicht raus und rein. Der Sound behebt sich so. Gut. Angenehm. Mein Name ist Soundfile. Ich nerve dich jeden Tag. Okay, da habe ich schon mal das Metallblech und das, was ich noch brauche, wieder. Aber den Tisch muss ich so oder so clean halten. Das steht auf jeden Fall fest. Schnell hier zum. So, bla bla. So. Bevor ich irgendwas anderes nehme, nehme ich erstmal ordentlich Besteck raus hier. So, zwei Löffel sollten erstmal reichen. Thank you.
Ah, toll. Egal. Passt schon, wackelt, hat Luft. So. Jedenfalls haben wir jetzt gleich die... oder bald die 1000 erreicht. Wie ihr wisst, versuche ich das ja gerade, die Augenschaft. Und versuche deswegen auch so gut wie möglich alles einzusparen. Irgendwas ist gerade bei mir aufgeploppt. Ich habe auch nicht genau erkannt, was es war, Leute. Ich gucke gleich nochmal nach. So, jedenfalls habe ich das jetzt fertig. Halt, einen Löffel lasse ich hier vorne liegen, wegen der Kapazität meiner Menge, die ich mitnehmen kann. Holz, Holz bauen. Die Strebe lege ich wieder hier vorne erstmal ab. Oh, und dann bin ich auch schon so gut wie durch mit Graben. Da vorne ist mir schon der Zaun, den ich brauche. Ich grabe aber schon mal vor. Okay. Ich brauche nicht ein Klebeband. Ich will das jetzt endlich hinter mir haben, diesen Quatsch mit den Poster und Co. Taschenlampe wäre auch nett. Einmal noch mal kurz hier reingucken. Da ist Taschenlampe. Und die Schokolade nehme ich einfach zum Energiebringer mit. Als Energiebringer. Wer wollte Taschenlampe? Taschenlampe an Mick. Mick. Pushe ich das hier noch weiter durch. Okay. Freizeit. Das heißt, ich kann hier noch weiter graben. Sicherheitshalber nehme ich schon mal die Holzstrebe. Brauche ich noch nicht, okay. So, dann suche ich weiter. Ich will mal gucken, ob ich mit dem Spachtel da auch arbeiten kann. Das will ich einfach jetzt mal ausprobieren. Nein, okay, dann kann ich wieder hier raus. Den Spachtel loswerden.
So, und dann mal hier gucken. Da ist auf jeden Fall ein Baseballschläger. Habe ich schon mal wieder meine Waffe wieder. So. Ich habe ja gesagt, dass ich auf jeden Fall meine Sachen, die ich hatte, auf jeden Fall wieder haben möchte. Darunter war halt die Basie. Jetzt halt nur die Frage, wo ist der Rest? Ne? Aber sprich, wo ist Klebeband, wo ist irgendwas anderes, was ich brauche? Weste. Abendessen. Okay, untere linke Zelle habe ich drei Tische komplett geklärt. Das freut mich. So. Kurz nachdenken. Ja, einmal kann ich noch am Tunnel arbeiten, ganz kurz, und dann muss ich aber auch schon wieder aufhören, quasi dran zu arbeiten. Was sagt eigentlich meine. Okay. Das ist eigentlich schon wieder die zweite Hälfte des Tages. Ich dachte, das ist vor länger, aber nee. Da mache ich gleich mal ganz kurz in der Aufnahmepause, also wenn ich gleich die Folge fertig habe, mein Handy an die Lade stecken, Leute. So. Jetzt halt aber erstmal wichtigerweise. Und richtigerweise. Nein, der Sound hat sich schon wieder festgestackt. Ich krieg doch die Krise, Leute. Nee, doch nicht. Er ist nur sehr lange gefahren. Okay, und wir haben's. So. Warte mal, dann lege ich direkt den Einlöffel hier hin. So. Gottes Willen, ich glaub's nicht, wir haben es tatsächlich noch irgendwie geschafft. Ich darf nicht reinkommen. Okay, ich werde das Gefühl nicht los, weil ich hier auch langsam alles durch habe gleich. Ich habe nur noch oben links der Tisch. Aber der von Ethan. Der jetzt gerade reinkommt, aber es nicht gesehen hat. Mann, bin ich schnell. So. Ja, ist hier. Ethan ist hinter mir her, warum auch immer. Duschen ist angesagt. Ich muss noch ein bisschen was hier an Tischen wegräumen. Komm schon. Okay, zwei Tische habe ich noch leer gemacht. Aber auch nur, weil da nur eine Sache war. Okay. Einige sind festgestackt an ihrer Position. Das finde ich auch einigermaßen gut.
Und bitte weiterfahren und nicht wieder stacken tun. Leute, aber das ist halt das ätzendste Geräusch überhaupt. Okay Leute, aber hier mache ich jetzt auch erstmal kurz eine Aufnahmepause. Ich bin mich schon wieder ein bisschen hippelig und jetzt könnten mir wieder Fehler unterlaufen. Aber mehr als zwei Parts aktuell schaffe ich nicht. Wenn ich Glück habe, mal drei Parts, aber das ist dann auch das Maximum. Von daher mache ich jetzt erstmal Schluss von der Escapist. Kurz schlafen. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Okay, es bleibt, obwohl der Spielstand nicht mehr offen ist. Egal. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs... Nee, wisst ihr was, Leute, sorry, aber das mache ich mal eben kurz für euch. So, damit im Hintergrund der Ton hiervon weg ist. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, ich bedanke mich fürs Dranbleiben. Und ich würde sagen, wir sehen und hören uns einfach im nächsten Part wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal, haut rein, habt eine schöne Woche, habt schöne Tage. Ich bin raus, euer Saus, haut rein und ciao.